Hallo Reisefreunde! Und willkommen zu einem etwas spezielleren Video, weil... Ein ganz spezielles Video, weil wir haben es angekündigt auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf allen Plattformen. Heute lüften wir das große Geheimnis. Heute lassen wir eine Bombe platzen. Ihr habt vor allem auf Facebook fleißig mitgeratet und... ja, eure Meinung kundgetan, was wohl unser Geheimnis ist. Und ich glaube, so ziemlich am meisten wurde geraten, wir hätten geheiratet. Schauen wir mal. Haben wir geheiratet? Nö. Nee. Aber warte mal. Euer Tipp Nummer 2 war Baby. Mal schauen. Baby. Ja. Nee, da habt ihr auch falsch geraten. Wir wollen ja reisen. Da ist so ein Kissen viel praktischer. Und irgendjemand hat geschrieben, neuer Job, weil wir so gute Berichte schreiben. Danke für dieses Kompliment. Aber wir haben selber wirklich viel zu tun, um auch noch einen Job annehmen zu können. Tja. Das war alles falsch. Dreimal nicht richtig geraten. Unser Geheimnis ist ein anderes und hat weder mit Familie oder irgendwelchem Reiseabbruch zu tun. Leute, was unterstellt ihr uns da eigentlich? Das hat uns dann schon ein bisschen schockiert. Wir brechen doch unser Projekt nicht ab. Nein. Das ist doch kein Thema. Wir sind die Reise- oder besser gesagt die Länderjäger. Und ja, das wäre ja völlig gegen den Strich. Darum tut uns leid. Danke fürs Raten, danke für diese super Ideen und danke, dass ihr uns eine Familie zutraut. Aber das war's alles nicht. Aber was ist es dann? Ja, ich glaube, dafür müssen wir erstmal ein bisschen ausholen. Und zwar wisst ihr ja, wir waren in Südtirol. Wir waren am Camper Van Summit und da haben wir nebst anderen Bloggern ja auch an die Teilnehmer kennengelernt und uns wurde ein Punkt ziemlich schnell ziemlich klar. Ja, es gibt da in Deutschland nämlich nächstes Jahr zwei ganz, ganz interessante und spannende Messen, die da sind. Einmal die CMT in Stuttgart und einmal natürlich die ITB in Berlin. Genau, und das sind jetzt nur mal die, die wirklich hier auch im Jahresanfang sind. Und naja, es wurde uns schwer ans Herz gelegt, diese Messen zu besuchen. Wir haben das dann unter uns natürlich auch besprochen und sind zum Schluss gekommen, ja, da wollen wir dabei sein. Und jetzt zeige ich euch mal schnell, was diese Entscheidung für Konsequenzen für uns hat. Mein Notenständer ist heute Louis. Ihr seht, oder? Geplant war im November in der Schweiz zu sein und dann Dezember, Januar, Februar nach Spanien und Portugal zu reisen. Die CMT in Stuttgart, die ist ungefähr da. Und die ITB, die ist dann, ITB, die ist irgendwo hier. Und jetzt seht ihr das Problem hier. Wir wollten 3 Monate eigentlich am Stück via Frankreich, Monaco, Andorra nach Spanien und Portugal reisen. Nur mache ich das natürlich nicht, wenn ich hier für ein paar Tage nicht da sein kann. Und mit dem Camper mal so schnell nach Stuttgart zurückzufahren, das sind, ja, hin und zurück sind das knapp 5000 Kilometer, je nachdem wo wir sind, kommt nicht in Frage. Und jetzt haben wir uns überlegt, ja, Mensch, wo bringen wir denn noch ein bisschen Zeit zusammen, dass wir trotzdem nach Spanien können? Und jetzt schaut euch das mal an und ihr merkt ganz schnell, hier ist der Zeitraum. Jetzt könnte man natürlich denken, wir seien in Spanien. Weil das würde ja eigentlich Sinn machen. Das wäre logisch. Bloß dieser Fluss hier. Seht ihr diesen Fluss hier? Der fließt nicht durch Spanien. Nee, der fließt aber überhaupt nicht durch Spanien. Ich kenne den besonders gut, weil das ist die Lauche. Na, wer hat in Geografie aufgepasst? Hä? Gut, das ist jetzt fies. Ich meine, die Lauche ist jetzt nicht gerade der Rhein oder die Donau. Ich würde mal sagen, wir sind ein Flüsschen und nicht ein Fluss. Und dieser Fluss fließt durch... Stöpfort. Oder man würde es schreiben, Stittfurt. Ja. Dämmert immer noch nicht allen wahrscheinlich, oder? Weil auch das ist ein ziemlich kleiner Flecken auf der Landkarte. Jetzt könnte ich den rot-weißen Schreiber noch ein bisschen so auffällig in Kreuzform vielleicht so durchs Video ziehen. Na, dämmert's? Wir sind in der Schweiz. Wir sind zu Hause.
Hallo genau. Schweiz! Grüezi Schweiz, wir sind die Hai. Wir sind wieder die Hai und das erst seit ein paar Tagen, also wirklich noch nicht lang, glaube ich, seit vorgestern. Und wir haben natürlich das Ganze eine Zeit lang für uns behalten. Auch unsere Eltern wussten übrigens nicht, dass wir nach Hause kommen. Sie wussten, dass wir halt ganz nah mit Schnalstal und so weiter ja in der Region sind. Aber wir haben sie tatsächlich vor Ort direkt überrascht. Und vor allem seine Mutter, die hat gar nicht geglaubt, dass sie die Tür geöffnet hat, dass das wir sind. Ja, seid ihr hergeflogen oder wie ist das passiert? Ja, und auch unsere Freunde wissen zum Teil immer noch nichts. Die erfahren das Ganze jetzt mit diesem Video hier auf Facebook, YouTube und auf allen Kanälen. Genau, und gestern Abend haben wir noch jemanden überrascht, eine gute Freundin. Genau. Und ja. Danke, Janine, für diesen wunderbaren Abend bei dir. Es ist wunderschön hier in der Schweiz. Es ist arschkalt, ich darf das ja sagen. Ich sage ja das immer aber wieder. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir sind jetzt rund 3 Wochen hier in der Schweiz nicht wirklich zum Vergnügen und zum Reisen, sondern zum Arbeiten. Denn schon vor der Messe, also vor dem Campervan Summit Meeting im Schnalstal hatten wir so ein paar Ideen, was wir verändern können. Ich meine, wir sind jetzt 9 Monate unterwegs, da macht man sich Gedanken logischerweise, da schaut man, was kommt an bei den Zuschauern, was vielleicht weniger, was würde uns zwei noch mehr Spaß machen und was möchten wir vielleicht auch gerne weglassen. Und so im Gespräch dann auch mit den Teilnehmern und mit den anderen Bloggern wurde uns wirklich klar, wir sind Camper. Wir sind wirklich Camper. Und auf unserem Blog und auch in unseren Videos kommt ziemlich wenig Camping. Und das wird sicherlich eine Neuerung sein, die wir ziemlich schnell jetzt auch umsetzen werden, dass wir vor allem halt auch Servicethemen rund ums Thema Camping behandeln. Keine Sorge, wir reisen auch noch und wir werden natürlich auch weiter wandern gehen. Ich schubse ihn dann mal wieder in den Bach und das bleibt natürlich weiterhin bestehen. Einfach wollen wir wirklich noch mehr auch Antworten auf Camper-Fragen. Wir haben so viele Fragen bekommen, zum Beispiel am Campervan Summit, die sich einfach ums Camping drehen und wir sind ja die absoluten Profis nach so viel Camping, nach so vielen Monaten und darum vollziehen wir da jetzt einen Richtungswechsel. Dazu muss man noch sagen, auf YouTube ändert sich auch was, aber auch zum Positiven. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Es gibt ab sofort fixe Videotage. Weil ich glaube, es ist auch für die Zuschauer ganz schwierig, wenn wir sagen, ja, jeden zweiten Tag, das heißt der Wochentag, der ändert sich mit 7 Tagen pro Woche, natürlich jede Woche. Und wir wollen einerseits natürlich jetzt mit fixen Tagen auch das, die Möglichkeit schaffen, dass man sich auf uns freuen kann und zwar weiß, wann das auch kommt und hoffentlich ein bisschen häufiger und regelmäßiger dann natürlich auch als jetzt gerade über die Zeit im Schnalstal, wo wir weder Zeit noch Internet hatten, sorry. Und andererseits gibt es aber auch für uns ein bisschen mehr Luft, weil das heißt nicht mehr, dass wir so durchschnittlich 3,5 Videos pro Woche machen, sondern nur noch 3. Die fixen Videotage sind ab sofort Montag, Mittwoch, Samstag, unter der Woche 18:30 Uhr, so wie gewohnt, und samstags immer um 12 Uhr mittags. Damit die Langschläfer direkt weiter im Bett weiterschauen können. Ja, für euch gibt es natürlich genau gleich viel Material. Einfach, es gibt sicher 2 Reisevideos pro Woche und ein Video davon, das wird in Zukunft dann ein bisschen sich ums Camping drehen, Service oder natürlich Fragen beantworten, weil wir müssen schon ganz bald wieder ein Frage-Antwort-Video drehen oder wie es in Zukunft heißen wird, auch eine kleine Änderung, Frag, komm ich fast zu. Genau. Ja, aber ich denke, am besten fassen wir jetzt die ganzen Neuerungen und Änderungen für euch nochmals zusammen. Wir sind jetzt in der Schweiz. Kannst du das vielleicht kurz übernehmen, dass die Leute das wirklich jetzt alles nochmal repetieren können, was sich ändert? Soll ich das vorjodeln, oder? Nee, einfach erzählen. Wir sind in der Schweiz. Wir werden als nächstes Richtung Spanien reisen. Also zuerst hier noch ein bisschen arbeiten. Von dem werdet ihr nicht besonders viel wahrscheinlich mitkriegen, außer dass noch ein paar Service-Videos kommen. Aber dann hier sein, sicher November, Dezember in Spanien und Portugal verbringen. Wir werden an der CMT in Stuttgart sein. Dazwischen. Nein, das machen wir nicht mehr. Wir haben eins gelernt. Verrate nie, wo du in 2 Monaten bist, weil du es selber nicht weißt. Wir werden an der CMT sein, das wissen wir. Und das Ziel ist es auch wirklich, an die ITB zu gehen. Und dazwischen werden wir euch auf dem Laufenden halten. Man muss dazu aber natürlich schon auch sagen,
Wir werden natürlich durch Deutschland reisen. Wir haben das schon mal gesagt und wir müssen uns jetzt nochmals bei allen Leuten entschuldigen, die uns jetzt schon Tipps geschickt haben, die uns jetzt schon Nachrichten geschickt haben. Die sind alle gespeichert und auch die WhatsApp-Nummern, die wir teilweise schon bekommen haben, um gemeinsam im Elbsandsteingebirge zu wandern, die speichern wir uns und wir melden uns bei euch. Aber dann wirklich erst, wenn es soweit ist. Ja, und da ist wirklich eine Entschuldigung angebracht, das ist klar. Aber ihr habt gesehen, anhand dieser super coolen Liste hier von Steffi, macht das Ganze natürlich jetzt schon Sinn für uns, unser Projekt. Und ihr müsst ja natürlich auch sehen, je mehr wir erarbeiten können mit unserem super Projekt und an den Messen, je länger können wir reisen. Und das macht natürlich doppelt Spaß. Und jetzt können wir auch Tschüss sagen eigentlich, oder? Weil wir sollten wieder arbeiten. Wir sind ja hier zum Arbeiten. Boah, ist das geil! Internet einfach immer verfügbar. Schnell und Wahnsinn. Muss auch mal gesagt sein. Ja, bei Steffi im Kinderzimmer. Wir wohnen bei Steffi im Kinderzimmer. Und natürlich ist auch ganz schön, dass da immer wer angelaufen kommt und um die Beine streicht. Ja, ich bin bei meiner Katze und ich bin glücklich. Aber jetzt machen wir hier Schluss. Wir zwei, wir sollten wieder arbeiten gehen. In 3 Wochen ist das Ganze wieder vorbei. Dann ziehen wir unsere Jacken hoffentlich wieder aus. Schal weg. Gehen hoffentlich auch nochmal im Meer baden. Das wäre natürlich wär richtig schön. Cool. Ihr seid mit dabei in Klar. Zukunft. Mittwoch, Samstag, Montag muss die Videos. Ich muss auch noch ein bisschen überlegen. Das heißt, das nächste Video kommt dann am Montag und zwar aus Österreich von Krems und von der Donau. Wir machen ja mit den Videos so weiter wie bis jetzt. Schreibt uns bitte unten in die Kommentare eure Meinung zu den Videotagen, zu den Änderungen auf YouTube mit dem Camping und dass den Service-Themen. Dass es keine Familie gibt. Ja, dass es keine Kinder gibt. Ja. Oder dass ihr froh seid, dass wir weiterreisen. Wie auch immer. Ja, danke fürs Verständnis. Danke für die viele Raterei auf Facebook. Das, das war so cool. Wir haben uns so amüsiert ab dem Ganzen. Also wirklich cool. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr könnt das alles nachvollziehen. Ganz, 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 ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt zu dieser Planänderung, unbedingt unten hinschreiben. Ihr wisst ja, das nächste Q&A oder jetzt eben Frage, kommen wir das zu und nicht kommen wir das 3, folgt ja demnächst. Genau, das folgt sogar ziemlich schnell, weil wir haben so viele Fragen von euch und es kommt auch noch ein Video, wie ist das Zusammenleben so im Camper mit so uns nah und die ganze genau Zeit. Das interessiert ja auch alle brennend. Das kommt auch in den ersten Tagen. Wann wissen wir noch nicht genau, aber es kommt natürlich ganz sicher. Ja, für uns geht es jetzt zurück nach Hause. Mama hat gekocht, ja, und Mama. Das ist jetzt wahrscheinlich langsam auch fertig. Genau. Und dann wird wieder gearbeitet. Ihr hört von uns auf Instagram, Instagram Story, Twitter, Facebook und natürlich überall. Wir haben überall ja Internet. Den ganzen Tag. Jetzt können wir auch endlich auf Insta-Stories unsere Videos oder unsere kurzen Videos aus der Schweiz posten. Jetzt seht ihr dann mal die Katze und so, wo wir leben und was wir machen. Aber das war's jetzt von diesem Update. Die Bombe ist geplatzt. Ich hoffe, niemand wurde verletzt. Das wäre tragisch. Ja, und die Überraschung ist vielleicht gelungen. Ja, wir sehen uns Montag wieder, dann aus Österreich. Naja, ist jetzt halt so. Und dann Mittwoch wieder. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben auf YouTube, Kommentar auf Facebook, wie auch immer. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.